So, Sonntag früh um 7 Uhr. Jede Menge Menschen auf der Straße. Das kann nur Richtung Fischmarkt gehen. Ja, genau. Und in diese Richtung gehen wir jetzt nämlich auch. Das heißt, wir sind kurz davor. Wir sind mit den Radeln, sind wir herkommen. Vom Wunderland, wo wir stehen. Und jetzt essen wir erst einmal Fischbrötchen. Ich habe extra nichts gefrühstückt. Nee. Fisch zum Frühstück, besser geht's ja nicht, oder? Naja, werden wir gleich sehen. Und im Übrigen, wir sind da weggefahren, also an unserem alten Stellplatz stehen jetzt die ganzen Buden. Und was sehen wir? Alle, die nicht weggefahren sind, die dürften sich da herstellen. Und also hätten wir gar nicht wegfahren brauchen, aber dafür stehen wir gut fürs Wunderland. Ja, ich denke, wir stehen überhaupt gut. So wie wir gestern, als wir hingefahren sind, bin ich sogar noch, war ruhiger heute Nacht, als es hier war. Ja, das stimmt. Das stimmt. Hier ist nämlich St. Pauli und da ist nachts ist ganz da der Bär. Und heute Nacht mal eigentlich ruhig geschlafen. Ne? Ja. Also, jetzt müssen wir auf den Fischmarkt gehen. Also müssen wir uns jetzt erstmal ausklinken wieder. Aber wir zeigen was. Fischbrötle wartet. Genau. Falls dein Mann wieder Scheiße macht, ne? Weil der andere hat nur eine Zeit, kommen wir einmal, diese Party mit. Dann hast du hier die grünen Kaminis, die goldenen Oreos. So, Leute, über 15 Euro. So, dann kriegst du hier einfach. Dann machen wir mal die Seite drauf. Ich wäre 86. Nein! Ja! 15 Euro. Also spätestens nach dem Fischmarkt ist man munter. Ja.
Einmal gesehen reicht eigentlich, oder? Ah ja, aber es war mal interessant, da mal dabei gewesen zu sein. Ah ja, wenn man schon da ist, dann nimmt man das mit. Und so viele Menschen, weil es so schön war mit so vielen Menschen, gehen wir jetzt gleich zum nächsten Highlight, nämlich ins Miniaturwunderland. Da sind auch viele Menschen. Also, eins muss man mal klar sagen, Radfahren in Hamburg ist wirklich gut, oder? Ja, also wir sind jetzt nur Radwege gefahren. Ja, alles durch also die Hauptstraße. Zweifarbig zum Teil. Oder, ja, also man sieht die Abgrenzung vom Rad- und Gehweg wunderbar. Also oft an den meisten Stellen. Könnten sich manche Städte ein Beispiel dran nehmen? Mhm. Und jetzt geht's ins Miniaturwunderland. Ja. Das Miniaturwunderland ist wohl eine der meistbesuchten Attraktionen in Deutschland. Beim Wunderland handelt es sich nicht um eine riesige Modelleisenbahn, vielmehr werden hier einige Sehenswürdigkeiten und typische Landschaften von verschiedenen Ländern, aber auch von Hamburg dargestellt. Es gibt eine Empfehlung, wie man möglichst strukturiert durch die weitläufige Anlage geht, damit man keine der verschiedenen Abteilungen verpasst. In einer gewissen Zeit schaltet sich der Nachtmodus ein, was teilweise für eine tolle Atmosphäre bei bestimmten Positionen wirkt. Wir fanden gut, dass der Tagesmodus allerdings deutlich länger ist. Eine ganz besondere Attraktion stellt der fiktive, aber realistisch nachgebaute Flughafen dar. Hier herrscht auch ein enormer Andrang. Und es sieht wirklich spektakulär aus, wenn eine Maschine startet oder landet. Ganz besonderes Interesse findet dann auch immer die Biene Maya und das Raumschiff. Letzteres bekamen wir auch zu sehen. Thank you.
ähnlich spektakulär wie der Flughafen ist wohl auch die Formel 1 Rennstrecke von Monaco. Es ist so konzipiert, dass die Rennwagen sich inklusive Spurwechsel individuell bewegen, sodass auch nicht vorher programmierte Überholmanöver stattfinden. Eine wirklich sehr gelungene Umsetzung. Alle, was mit Schiffen passiert, wie auf Eisbergen treffen. Bestes Beispiel, Titanic. Das ist aber ein Geisterschiff und Geisterschiffe können meistens durch Eisberge durchfahren. Im Modellbau ist das nicht so einfach, also haben wir intelligente Eisberge. Ausguck meldet Eisberg voraus oder Eisberg geht aus dem Weg. Hätte sich die Titanic damals nicht gern gewünscht. Vielen Dank.
groß, aber ein kleines Schattenhafenbecken gibt. Hier ist natürlich auch ein großes Schattenhafenbecken. Dort warten die Schiffe auf uns. Und das schreckt mich, ich werde das Licht in diesem Berg wieder ausmachen, um ein bisschen Strom zu sparen. Aber ich lasse meine Taschenlampe an, das ist Vollmond. Lässt das sehen, ja, die Bergung ist irgendwo unterwegs, ein großes Kreuzfahrtschiff. Das sind einige der Schiffe, die fahren können. Die Kollegen werden stolpern, um ins Gesicht zu sehen. Ich habe die Details, die wir nicht nur hier sehen können, weil die nächste Frage ich gar nicht so konzentrieren. Ich bin gerade bei der Seifenkistenrennen, ein Känguru als Schiedsrichter. Oder hier vorne eine Regulator-Polonaise, die den Straßenverkehr aufhält. Großes Schattenhafenbecken. Hier warten einige Schiffe, die wir haben, auf den Einsatz. Hinter mir steht auch die Aida Blue, da wird uns anscheinend gerade aufgeladen und Landstrom versorgt. Wir hatten jetzt ungefähr 10 Wochen der Ferienzeit jeden Tag von 7 Uhr morgens bis 1 Nacht drauf. Das bedeutet dann 3 Kapitäne. Ein Kapitän von 7 Uhr bis 14 Uhr, Kapitän 2 von 14 bis 18 Uhr, Kapitän von 3 von 18 Uhr bis Ende nachts. Heute haben wir nur bis 21 Uhr geöffnet, also haben wir nur 2 Kapitäne, das heißt, gut, und man darf gleich bis heute Abend und morgen spielen. Und dafür gibt es eine Halbbrücke, die eigentlich zwei dänische Inseln verbindet. Und bei uns fahren Züge wieder rüber. Ich würde euch mal kurz überlegen, wenn einer unserer Züge bei diesem großen grauen Brückenpfeiler aus den Schienen springt, wie glaubt ihr, kommt bei dieser Brücke ran? Keiner was gesehen. Also staufen die Gebäude ein bisschen zusammen. Hier werden alle Autos aufgeladen, die in Knuffen Stadt und in Knuffen Airport unterwegs sind. Und diese fahrenden Autos hat eigentlich die Firma Faller auf den Markt gebracht, die Plastikhausbausätze verkauft. Unsere beiden sind noch im Betrieb. Jetzt kommt rechts ein Flugzeug gerade gelandet. Das ist ein Airbus A380. Wir sehen schon hinter dem Flugzeug zwei Metallstäbe, die jetzt wieder hochgehen. Das Herzstück dieses Flughafens ist eine Art Katapultschiff, der unter der Stillstand kommt, werden die Stäbe entfernt. Der Schlitten rollt wieder zurück und dann hier die. Worden ist, hat 6 Jahre Planung und Bauzeit benötigt. Wir haben diesen Flughafen wirklich selber entwickelt, selber konzipiert. Die Software hat unser Chef Gerrit alleine programmiert, mit fast 4 Millionen Euro Baukosten aus eigener Tasche bezahlt, ist der Flughafen der aktuell drittteuerste Abschnitt hier auf unserer Anlage.
Das Flugzeug fährt auf den Fahrstuhl, hält kurz an und wird dann von dem Fahrstuhl hochgefahren auf die höchste Etage. Einmal aufwärts bitte. Dann sollte das Flugzeug weiterrollen auf eine Warteposition hier vorne vor der Jalousie. Und wenn das Flugzeug stillsteht, kommt dieser Katapultschlitten unter der Anlage angerollt. Den hört man noch ein bisschen rasseln, wenn er sich bewegt. Der sucht am Bauch dieser Flugzeuge nach einem Lichtsignal. Wenn er das Lichtsignal gefunden hat, weiß er, hier bin ich für die Stäbe richtig. Kann das Flugzeug gleich aufgabeln. Noch ist der Schlitt nicht da. Jetzt kommt er gerade an. Hochheben. Nicht erschrecken, sieht ein bisschen rabiat aus. Schwung holen. Geräuschkulisse draußen an. Ausgangshöhe, Nase anwinkeln, Landelichter. Und raus dann. Das ist die Zauberei. Und das ist so lecker. Kavida, Ussi, kann gut sein, oder? Also muss sagen, das war jetzt wirklich richtig interessant. 6 Stunden waren wir drinnen und war nicht langweilig. Überhaupt nicht. Und natürlich bei der Führung, die war wirklich das empfehlenswert, war, ja, sowas. Ja, also auch mal hinter die Kulissen zu schauen, ganz toll. Können wir euch nur empfehlen, das war wirklich ein Erlebnis, muss man sagen. Wunderland, ja. Ist wirklich super. Ja, also da hat sich der Hamburg-Besuch sowieso schon gelohnt. Ach, so und so. Aber nee, das war wirklich super, kann man nur empfehlen. Ja. So, nachdem morgen Montag ist und wir um 6 Uhr weg sein müssen, fahren wir jetzt gleich weiter. Steigen alle mit ein. Es geht weiter. Und es gibt doch was auf die Ohren. Warum? Philharmonie. Ach, aber das ist ja erst morgen. Nochmal Bus. Ja, genau, denn wir fahren jetzt zur Elbphilharmonie und da haben wir ein tolles Konzert. Und der Dirigent, oder was ist das? Das weiß ich jetzt das schon. Das ist der Kent Negano und es ist der Musikdirektor der Stadt Hamburg. Und wir haben gute Karten uns gekauft für die Elbphilharmonie, weil wir wollen ja ordentlich was sehen. Aber am Konzert müssen wir die Kamera ausschalten. Aber mit den Saal und das Drumherum können wir euch natürlich zeigen, deswegen fahren wir auch schon ein bisschen früher rein. Ja, genau. Und ja, also ich freue mich jetzt drauf. Ich auch. Viel Spaß. So, um zur Rolltreppe zu kommen, muss man ein Ticket haben. Ohne Ticket kommt man nicht rein, aber das Ticket kriegt man umsonst. Jo. Man geht einfach hin und holt sich ein Ticket und dann ist man drin. Und dann sind wir schon auf der längsten Rolltreppe Europas. Der Welt. Westeuropas. Wir haben 3 Informationen. Längste Rolltreppe Westeuropas, längste Rolltreppe der Welt und längste Rolltreppe Europas. Also jetzt könnt ihr es euch aussuchen. Ich schaue dann nochmal nach und dann können wir es euch sagen. Ja, wir haben 3 unterschiedliche Informationsquellen und 3 unterschiedliche Informationen bekommen. Und da geht es hoch hinaus. Wie lang fährt man? 2 Minuten? 2,5 Minuten sollte gehen. Also, extra natürlich konstruiert für die Elbphilharmonie. Also hier drin ist nicht nur ein Konzertsaal, sondern sogar Eigentumswohnungen
Und Vita, weißt du noch, wie teuer die war? Ich weiß, dass sie schweineteuer waren. So, und alles hat einmal Ende, nur die Wurst hat zwei. Und die Elbphilharmonie Rolltreppe hat jetzt hier ihr Ende gefunden. Wir stoßen da um und schon sind wir da. Noch eine Rolltreppe, aber die ist jetzt kürzer. Eine Kurztreppe weiter nach oben. Wir kennen uns noch nicht aus. Wir sind immer noch am Erforschen. Wir müssen dann auch mal schauen, wo der Konzertsaal ist. Müssen wir auch noch schauen, aber da haben wir noch ein bisschen Zeit. Wenn man dann die zweite Treppe gefahren ist, dann kommt man hier. Dann kommt man hier zum kleinen Saal. Aber so wie ihr uns kennt, gehen wir natürlich nur in den großen Saal. Wenn das stimmt. Und der ist hier. Im Moment noch gesperrt, aber wir wollen uns sonst nur ein bisschen umschauen. Josi? Ja, genau. Habt ihr was aus Hongkong bestellt? Das ist jetzt angekommen in Hamburg. Also zu essen kriegen wir schon mal nichts. Aber Pech, heute ist Montag. Und da ist geschlossen, ja. Also ganz so einfach ist das hier in Hamburg auch nicht. Wir gehen ins Café, vielleicht gibt es da was. Ja. Unverrichteter Dinge geht es die längste Rolltreppe der Welt oder von Europa wieder runter. Ja. Das Restaurant geschlossen werden, jetzt kann ein bisschen Hunger gehabt, ja. Jetzt gehen wir halt hier wieder raus und schauen wir mal, ob wir irgendwo um die Ecke rum. Da was zu essen finden. Burgerbude oder sowas. So war das eigentlich nicht geplant, aber tja, so ist es. Einmal, wenn man gut essen gehen will. Ja. Jetzt haben wir eine vierte Variante, aber das ist die offizielle. Das ist die längste gebogene Rolltreppe Europas. Und wenn ihr mir das nicht glaubt... Das steht auf dem Prospekt der Elbphilharmonie. Ja genau, da habe ich es nämlich jetzt gerade nachgelesen. Wir haben eine Lösung gefunden und das reicht. Längste gebogene Rolltreppe Europas. Ich habe es gerade gesagt. 2,5 Minuten. So, hier steht's. Also. Ein Stück Berliner Mauer vor der Elbphilharmonie. Das ist nämlich am Platz der deutschen Einheit, steht die Elbphilharmonie. Das ist gar nicht schlecht, was wir uns gegönnt haben, oder? Ja, und die Akustik soll ja hier super sein. Und was man hier eigentlich schon hört, scheint es hinzukommen, oder? Und jeder wird, ich habe nämlich immer das Glück, zwischen einem Räusperer zu sitzen, ja, und hier wird jeder ermahnt und bekommt kostenlose Pfefferminzbonbons, damit er das Raunen und Räuspern überlässt, ja, unterlässt. Aber wir haben keine
keine Bonbons? Weil erstens, ich räusper mich nicht und zum Zweiten waren wir nicht an der Garderobe, aber wer an die Garderobe geht, der kriegt das. Aber ich habe welche dabei. Ja. Und das Plätzle ist nicht schlecht und schaut euch aber die fantastische Halle an. Also ganz phänomenal. Das Gewandhaus ist da nichts dagegen. Hat aber auch was. Hat auch was. Und Husterer hat es gegeben. Und das hier ist halt total modern alles. Schauen wir mal, wie diszipliniert die Hamburger sind. Na, das sind ja nicht nur Hamburger, sieht man ja schließlich an uns. Ja, wir sind ja diszipliniert, ja. In Leipzig waren sie es nicht. Der Platz ist super, oder? So, das war gestern ein sehr schöner Abend und ein tolles Konzert. Überhaupt müssen wir sagen, das Hamburg war wirklich richtig toll. Ja, wir haben also richtig viel gesehen, richtig viel erlebt und der Stellplatz in St. Pauli ist optimal auch für die Philharmonie. Man ist mit der Buslinie 2 ist man innerhalb von 10, 15 Minuten da reingefahren. Wenn überhaupt so lang, ja. Also es sind ja bloß 3-4 Stationen. Also das geht ratzfatz, geht sehr gut. Ja, und man kann auch von diesem Stellplatz ins Miniaturenland fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder auch mit den Fahrrädern, weil wir sind ja vom Miniaturenland mit dem Fahrrad hierher zum Fischmarkt gefahren. Mhm. Geht beides. Also können wir empfehlen, beide Stellplätze vollkommen kostenlos, vollkommen legal. Man muss halt auf den Fischmarkt achten, dass man dann da rechtzeitig wegkommt und dann da ausweicht ans Miniaturenland zum Beispiel. Ja genau, da bei der Speicherstadt, da konnte man Samstag, Sonntag ebenfalls parken. Mhm. Und ja, von daher war das total optimal. Ja, unsere Versorgungssituation ist natürlich jetzt am Limit, das ist vollkommen klar. Wenn das bei euch auch so ist, da gibt es auch Versorgungsmöglichkeiten. Also wir haben das jetzt nicht nutzen müssen. Aber es gibt auch einen Stellplatz, da ist eine Fähr- und Entsorgung, der ist bloß ein paar Kilometer weg. Inwieweit man dann da ohne Übernachtung entsorgen kann, das wissen wir nicht. Notfalls muss man dazwischen Übernachtung machen. Wir fahren jetzt auf jeden Fall weiter Richtung Altes Land. Ja. Denn da gibt es eine Versorgungsstation und dann fahren wir weiter an die Elbe. Aber das ist für dieses Video nicht mehr einsetzbar. Nein, genau, denn hier schließen wir unser Hamburg-Video definitiv ab. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Es hat uns gefreut und wir hoffen, es war auch ein bisschen interessant für euch. Ja, und vielleicht gibt es für den einen oder anderen doch eine Anregung, vielleicht auch mal nach Hamburg zu kommen. Auf jeden Fall lohnt sich das. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, wir sind glücklich und zufrieden gewesen und fahren auch gerne wieder weg. Und natürlich haben wir mit dem Wetter wahnsinnig Glück gehabt. Das muss man mal ganz klar sagen. Ja, genau. Das haben wir wirklich. Also, bis zum nächsten Video. Also, dann macht's mal gut. Tschüss. Ja, bis dann. Tschüss.